Hallo? Hallo, Bruni Bruno. On the plane, you're the pilot. Didn't know that I could feel this much. Save the tears for another day. Save the tears for another day, for another day. Forget about the past. Show me what to fight, cause right now it's all we have. I hold my breath. Waiting for the... A99 aus dem Fahren München Richtung Nürnberg zwischen Hohenbrunn und Haar, 9 Kilometer Stau. Hier im, naja, nicht Stau, aber es staut sich trotzdem, weil so viel Verkehr ist. Und ja, es dauert ewig, bis ich hier durchkomme. Bruno hatte heute Zähne schleifen, sein Vorderzähnchen wurde geschliffen. Ansonsten halt das Übliche. Ja, jetzt fahren wir wieder heim und wir sind hier gerade mitten im Verkehr gelandet. Ich stehe hier schon eine Zeit lang. Na Erik, bist du in der Raschelkiste? Jetzt wird's interessant. So, ich mache mal einen Abendspaziergang und ein bisschen pflücken für die Babys. Jedes Mal, wenn ich die alten Videos von mir sehe, dann denke ich, dass ich gerne wieder ein Intro hätte. Weil ich finde, irgendwie macht das Ganze das zu einer runden Sache. Weil wir sind ja sowas wie eine tägliche Sendung, beziehungsweise eine tägliche Serie. Und jede Serie hat ein Intro. Deswegen, ja, mal schauen. Vielleicht bastel ich mal wieder was zusammen. Und auch mit dem Outro fand ich irgendwie ganz cool. Dieses Sometimes All You Need Is A Smile, so zum Ausklang nochmal. Was ja eigentlich das Motto von den Videos ursprünglich war. Ja, euch halt jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oder es zumindest zu versuchen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, so die Bedeutung. Und so ein kurzes Intro, halt nur was Kurzes. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Hier wächst noch ein bisschen Flockenblume. Wirklich. So, Bruni Bruno, einmal einen Augendruck hin. Einmal aufstehen. Aufstehen. Super. Prima. Tu mal einmal die Augen dropsen. Ja, tu mal einmal deine Augen dropsen. So, einmal rechts. Und einmal links. Vorsicht. Bups. Bruno, jetzt ist der Bupsi daneben gegangen. Also nochmal ein Bupsi. So, Vorsicht. Stillhalten. Ja, ein Bupsi. So, geschafft. Super. Hm? Super. No. Dankeschön. Dankeschön, mein Schatz. Erik. Ah. Der Tunnel macht übrigens eine Riesensauerei. Das ist so ein Heutunnel. Und ihr seht schon, der bröselt extremst. Erik möchte da durch. Nichts und niemand hält Erik davon ab, da durchzugehen. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Das wäre jetzt voll süß. Okay, Erik, wäre das jetzt voll süß gewesen, wenn man einfach deine Fussis gesehen hätte? Mega.
Mega süß wäre das gewesen. Das ist immer so lustig, Erik riecht, wenn sein Schlafzimmer offen ist. Ich habe es geöffnet, er kam aus dem Bad, weil da hat er sich versteckt, aber jetzt hat er, dann kam ich, dann hat er wieder Sorge und ist wieder ab ins Bad, aber jetzt kommt er gleich. Sehen Sie einen fliegenden Erik. Der riecht echt sein Schlafzimmer, dass das offen ist. Schau, ich bin weg. Ich bin gar nicht da, ich bin verschwunden, Erik. Ich habe mich in Luft aufgelöst. Also entweder hört er, wenn ich es aufmache, oder er riecht's. Ja, jetzt ist er in seinem geheiligten Schlafzimmer. Leute, juckt's? Bruno, immer von hinten. Ich muss jetzt die Hasenbetten frisch machen und der Bruno ist noch bei seinem Frühstück. Und Lotte ist dabei, ein Nest zu bauen. Irgendwie habe ich schon wieder voll Hunger. Ich bin heute schon vor meinem Bäcker aufgewacht, weil ich Hunger hatte. Und jetzt habe ich schon wieder Hunger. Momentan sind nur 1, 2, 4 Hasen drin. Das heißt, die Holly fehlt. Das heißt, ich muss die Holly noch schnell reinholen. Da ist die Holly. Da war die Holly. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ich schaue jetzt noch mal schnell zum Bäcker wegen einer Brotzeit für mich. Ich bin am Verhungern. Ich glaube, das ist mit Blätterteig, das ist so lecker, ich liebe die. Und das ist so eine Hitze. Oh, die duften schon so lecker, ich freue mich da jetzt richtig drauf, die zu essen. Eine kleine Preview von dem Shooting. Die bekommt ihr bald zu sehen. Auf Instagram. Und wir haben echt ein geiles Pistazien-Eis. Von der Eisbar? Wo ich gerade war. Das ist echt geil. Und ich habe Stracciatella. Auch sehr lecker und Pistazie habe ich auch, aber das habe ich noch nicht probiert, das ist ganz unten. Ja, ich hatte Cookies und Pistazie, ja. Und Pistazie esse ich schon immer. Ich liebe Pistazie. So geil. Ich bin ja erst letztes Jahr, glaube ich, auf den Geschmack gekommen, aber es ist voll lecker. Also Stracciatella. Also Stracciatella ist auch nicht so süß und nicht so salzig. Salzig? Ja, halt, Ja, es gibt Bratwurst sogar als Eisorte. Was? Ja, das hast du noch nicht gesehen. Nee. Und es gibt sogar Sauerbraten und so ein Scheiß, ja. Das ist ja abartig, ja. Oder? Habt ihr schon mal so eine Eissorte gegessen? Ja, sag das mal bitte. Das würde mich auch interessieren. Zimt-Eis gibt's. Das ja, aber es gibt sogar Karotten-Eis gibt's. Was habe ich noch gesehen? Bratwurst? Weißwurst? Also wenn ich ein Eis will, will ich keine Karotte. Sagt mal bitte, ob ihr irgendwie, irgendwie haltet die Kamera kacke. Halt mal. Kamerawechsel. Jetzt. Also wenn ihr mal so eins probiert habt, sagt das mal, das will ich wissen. Ich auch. Und wie hat's geschmeckt? Ja. Bestimmt voll kacke oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Auf dem Oktoberfest aber gab's einen. Bier-Eis oder was? Ja, und Weißwurst. Und Brezel.
Der Blick hatte. Ja, sag das mal. Das würde mich interessieren. Mich auch. Hm. Oh, es ist so heiß. Wahnsinn. Also die Hitze ist nichts für mich. Oh. Ha, Baby, und ihr habt so ein dickes Kleidchen an. Holly hat schon wieder... Oh, Entschuldigung. Ach, Lotte. Oh, oh. Ich wollte sagen, Holly hat schon wieder ihren Stammplatz bezogen. Entschuldigung, Lotte. Oh. Baby. Wie sie guckt. La 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 la. Heute Abend geht's wieder Bates Motel. Ich bin jetzt bei Staffel 2, Folge 7. Oh, der Bruno. Ja, was ist das denn? Ihr wollt Abendessen, gell? Und Holly steht in Position. Holly möchte Obst. Möchte Holly Obst? Ja? Okay. Die stehen jetzt hier alle im Spalier. Einmal Kaffeeklatsch. Ach, seid ihr süß. Emily, schäm dich. Das war nicht nett. Neue Zuschauerfrage von Hexe. Raucht ihr oder habt ihr schon einmal geraucht? Bis morgen um 19 Uhr.